Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Es ist wieder ausgeartet in eine riesige Schießerei. Wir kennen das bei diesem Spielchen. Ist auch die gute alte Uncharted-Formel, ne? So ein bisschen Storyfetzen, eine Cutscene und dann eine Schießerei für die nächsten 20 Minuten und dann geht's wieder weiter. Ein Raum nach dem anderen mit haufenweise Fallen. Ist das jetzt ein Böser oder nicht? Ja, so ein böser Mensch. Ganz, ganz böse Menschen sind das. Der andere läuft da vorne hier im Kreis. Einfach mal, weil er es kann. Bam, Headshot, komm. Ich kann euch genau sagen, was The Last of Us total falsch macht. The Last of Us will in Gedanken ein Survival-Spiel sein. Ich sag's euch nach dieser Sequenz. That was too damn close. You okay? Yeah, I'm fine. Oh man, they were coming in from every direction, and then Maria was like, we gotta run, and so we dove over these tables, and this huge guy blasted with a shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Maria, I can't have this hanging over my head. Do you have any idea how many men we lost here today? Hey, what's that all about? Does that have anything to do with me? We'll talk about it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. Right. It takes one fuck up, and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything at all happens to him, it's on you. She's thankful, you know. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. It's best this way. Well, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joel! Wait, what is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it, which way? Come on. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Out there. There. Yeah. Was wollte ich sagen? The Last of Us möchte ein Survival-Spiel sein, schafft's aber nicht. Zum Survival-Spiel gehört einfach mehr als Rohstoffe finden und begrenzte Munition. Es ist wie Uncharted, es ist ein Action-Spiel. Mit Dauer-Action am laufenden Band und das ist das, was das Spiel irgendwie kaputt macht. Also ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr erhofft davon. Als ich das damals gekauft habe. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist nicht. Es wird dem Hype nicht gerecht. She couldn't have gotten far. We'll find her, don't worry. Stubborn kid. She usually pulls these stunts. Nothing like this. What's going on? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ist es für euch der nächste Konsolenspiel-Messias oder nicht? Für mich ist es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht. Es ist ziemlich linear. Man wird ziemlich stark an der Hand gehalten. Wie gesagt, die anderen Elemente sind auch nicht so pralle. Pferde kommt hier nicht durch. Warum
Warum bekommt er das Pferd mit dem weißen Arsch? Horse tracks. She went into these woods. Come on. Ellie, what are you thinking? Ich denke, Ellie mag es nicht, wenn du sie einfach an den anderen weitergibst, Joel. Hä? Schon mal darüber nachgedacht? Sie ist nicht blöd. There. Four tracks. Wir reiten einfach. Wir reiten durch den Wald. Whoa, 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 whoa! I got your back. How many you see? Too goddamn many. Go around, I'll cover you. Oh, guck mal, liebe Leute. Wir waren schon zu lange aus einer Schießerei heraus. Und schon gibt's die nächste Schießerei. Wenn einem das mal bewusst wird, dass das wirklich nur Cutscene Action ist, ist das Spiel nicht mehr so toll, ne? Shit, he's over there! Das wird einem eigentlich ziemlich, also mir wird das ziemlich schnell bewusst. Hallöchen. Nein, nicht Fire in my hole. Da oben kniet einer. Ich mag es nicht, wenn da einer kniet. Der hatte einen weißen Bart. Ich habe einen Mann mit einem weißen Bart getötet. Wo ist der andere Schlumpf? Da war doch vorhin einer. Oh toll, 5000 andere Leute und ich habe überhaupt nichts vorbereitet in Sachen Sprengstoff und so. Ein Büchchen und auf Wiedertschüss. Pera! Einfach umklatschen, passt schon. So muss das. Ich sehe den Schweinehund nicht. Der hinter uns? Der hat uns einmal umzirkelt. Was soll denn der Mist? Komm her. Was wir noch so Schusswaffen haben, das ist mir wurscht. Schade, dass man die nicht aufheben kann. Ich sag's immer wieder. Tja, was haben wir denn hier Schönes? Schlafsäcke und Materialien. Wie in jedem Haus eigentlich. Ich muss auch sagen, dass es bisher keinen wirklichen Höhepunkt gab in der Story. Wir sind zwar jetzt nicht mehr so in der Stadt und so, von dem Punkt her hatten wir ja schon Story, das ist, ja wir hatten Story, das ist schon klar, aber keinen wirklichen Höhepunkt, dass ich sage, es hätte sich irgendwas geändert im Gameplay oder sowas. Wir machen eigentlich seit dem ersten Moment dasselbe. Wir gehen durch ein Gebiet, folgen immer einem NPC, der uns irgendwas zu erzählen hat, dann kommt eine Cutscene, dann kommt eine Schießerei. Gebiet mit dem NPC, Cutscene, Schießerei. Rinse and repeat. Bis jetzt. Come on. Back to the horses. Die haben sich jetzt wahrscheinlich gedacht, jetzt waren sie 2 Minuten zu Pferd unterwegs und schon so lange war nichts mehr zum Schießen da. Bevor den Leuten langweilig wird, machen wir wieder so einen Encounter. Get on. Ich hätte es jetzt eigentlich sehr begrüßt, wenn ich da jetzt mal 10 Minuten reiten dürfte. Ja? Also Red Dead Redemption mäßig. Hätte mir besser gefallen. Aber nun gut. Tracks keep going this way. Just hope they didn't get to her. Ja, wo ist sie denn, hä? Die ist ja ewig weit geritten.
Wir waren doch noch 5 Minuten hinter ihr, oder? 5 Minuten. Ah, die Sonne. Wie schön sie durch dieses Blattwerk streicht. Wo ist sie denn? Hä? Eine Farm? Look, by the ranch. That's our horse. She's gotta be there. Hidden Pines. Corral. Pferd springen. Danke, Pferd. Area looks clear. Wäre es toll, wenn das ein Saloon wäre oder so. Aber ich glaub's fast gar nicht. Ellie? Könnte das Ellies Zuhause gewesen sein? Ellie! Schachspiel. Christ. Firefly-Anhänger. Gott, ist das kitschig eingerichtet hier. Diese hässlichen Bilder. Wer tut sich denn sowas ins Esszimmer? Aber ein ziemlich großes Haus, also Respekt. Oh, wieder so eine Tanztussi. Eine riesige Küche. Wobei ich das schon extrem cool finde, wenn du so eine Küche hast, wo die ganzen Herddinger in der Mitte sind. Das ist schon stilvoll. Also wenn man so eine große Küche hat, sollte man sich sowas zulegen. Einmal eine Sache des Platzes. So, Ellie ist wahrscheinlich im ersten Stock oben. Irgendwo? There's another one. Nullpunkt. Wieder so ein Comic-Heft wahrscheinlich, oder? Ja. Nummer 12. Verstaubter alte PC. Den kümmert sich auch keiner mehr. Die Dinger brauchen doch auch Liebe. Da stehen Fotos. Kann man aber leider nicht erkennen. Ist ein bisschen schade. Wo ist denn Ellie? Bin ich dann schon überall rumgelaufen? Okay, bevor ich da jetzt weitergehe. Sieht's denn mit Upgrades aus? Gesundheit habe ich schon maximal. Heiltempo wäre vielleicht mal intelligent. So auf lange Zeit gerechnet, wenn ich mal im Kampf heilen müsste. So, wieder auf meine Medikits. Fühle mich männlich. Yeah. Männliche Medikits. Ist einfach nur eine Kasten mit Schnaps drin. Das ist ein männliches Medikit. Okay, Badezimmer. Hä? Wo ist denn das gute Mädchen? Ach, hier geht's noch weiter. Oh, holla, die Wolfe. Das ist ein großes Haus. Was? Zwei Badezimmer fast nebeneinander? Das ist Hexerei. Oder höchste Form der Blasphemie, eins von beiden. Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up. We're leaving. Come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time! Tommy knows this area. Oh, fuck! Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit! What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected!
I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. I got two walking in. There's more inside already. Ernsthaft, schon wieder eine Schießerei? Ach komm, Naughty Dog, das könnt ihr besser. Dann bringen sie einen guten Story-Moment. Emotional und so, ja. Dann wird das wieder ruiniert von einer blöden, behinderten, hirnlosen Schießerei. Au, der schneidet mir das Ohr weg. Ah ja, ich sehe schon, Joel ist ein richtiges Arschloch, schön langsam. Ich würde doch das Mädchen nicht alleine lassen, ihr seid ein Team. Watch yourself. Sie hat sich sogar schon ein paar Mal den Arsch gerettet, Joel. Das ist alles, was du ihr zum Dank sagen kannst. Ab jetzt gehen wir getrennte Wege, wirklich. Und ich meinte getrennte Wege, nicht getränkte Wege. Ah, die besten Versprecher von Zaki. Jetzt auf VHS und DVD. Fick dich! Shit. Gut, ich habe mich fast selber angezündet, aber egal. Ellie, hilf mir! Ist aber schon eiskalt, dass du sowas zu einer Person sagst. Ich meine, wir sind seit Anfang an mit dir unterwegs. Und seine Tochter ist schon sehr, sehr viele Jahre tot, ja? Irgendwann muss er doch mal darüber hinwegkommen. Ich kann mich doch um ein anderes Kind kümmern, oder nicht? Auch wenn ich nicht der Vater bin. Oder sehe das nur ich so? We're clear. You want a hand up? Got it. There she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing?
Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. You take care of that wife of yours. There's a place for you here, you know? You good? I'm good. Adios, little brother. Endlich tut Joel mal das Richtige. Danke. And if you clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple of times. It all makes sense. Du kannst vom Pferd steigen, indem du Dreieck drückst. Ich will aber nicht vom Pferd steigen. Liebes Spiel. Gib mir nicht erst ein Pferd, dann soll ich aufsteigen. Wo habe ich die neue Jacke her? Oh mein Gott, Fashion Week. Liebe Leute, wie es weitergeht bei The Last of Us, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bin euer Zarkon. Bleibt wundervoll, bleibt sexy und ich sage wie immer, stay tuned and so long.